Hey Leute, einen wunderschönen dritten Advent. Ich habe eine Ankündigung für euch und viele haben darauf gewartet. Viele haben es schon fast gefordert, muss man sagen. Und jetzt ist es soweit. Merchandise! Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Merchandise von mir zu erwerben. Und hey, die Weihnachtszeit steht an. Vielleicht wollt ihr euch ja das ein oder andere Weihnachtsgeschenk machen. Und da gibt es zum einen auf jeden Fall T-Shirts. Und auf der anderen Seite für die kalte Jahreszeit jetzt natürlich auch Hoodies. Und wo ihr das Ganze jetzt finden könnt, zeige ich euch jetzt natürlich. Um euch den ganzen Merch reinziehen zu können, müsst ihr einfach auf folgende Seite gehen. Und zwar ist das www.tomillostore.de. Und wenn ihr dort drauf seid, dann seht ihr hier schon, oh, 25.000 Euro Christmas Sellout. Holy shit, Mann! Wer möchte das ganze Zeug haben? Ihr seht hier schon, wir präsentieren euch unsere 25.000 Euro Christmas Sellout zu jedem Xmas Bundle. Bestellung habt ihr die hundertprozentige Chance auf ein Geschenk unserer Partner im Wert von 15 bis 250 Euro. Was das jetzt bedeutet, kommen wir gleich noch drauf. Ihr seht hier die einzelnen Shops. Da sind auch viele Kollegen, die kennt man bestimmt schon. Und oh, da ist er ja, der Lost. Wir gehen einfach mal drauf. Zack, da kommen wir direkt zu meinem Shop. Und wenn ihr hier runterscrollt, seht ihr, was es momentan zu kaufen gibt. Ihr habt hier das Xmas Bundle mit den beiden T-Shirts, dem Hoodie und dazu noch einen Poster und eine Autogrammkarte plus eben Geschenk, wo ihr hundertprozentige Chance drauf habt. Was das eben ist, sagen wir gleich noch. Dann hier weiter unten gibt es noch T-Shirts mit Poster und Autogrammkarte. Hier eben auch die einzelnen T-Shirts oder eben den Hoodie. Wir haben momentan zwei Designs. Das Ganze könnte sich eventuell noch erweitern, je nachdem, wie die Nachfrage auch ist nach den ganzen Sachen. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken. Und jetzt kommen wir zu den Geschenken, weil das ist jetzt eben Christmas Special. Da habt ihr hier oben, das fährt auch schon immer durch, ihr habt diese Möglichkeiten von Soundblaster, Headsets, Soundkarten oder weitergehend hier von Paysafe Card, Paysafe Cards zu gewinnen. Weiter geht's hier mit Keys, hier von Linecards zum Beispiel, Tastaturen oder Mauspads. Gibt's hier auch 20-mal und 30-mal jeweils. Hier gibt es noch von Avamedia Capture Cards oder hier vorne hatten wir noch ebenfalls von Lioncast auch die neuen Headsets am Start. Also wie ihr seht, wenn ihr euch das Xmas Bundle holt, falls ihr Bock drauf habt, einfach alles schon mal zu haben von meinem Merch, was es momentan bisher jetzt gibt, dann habt ihr eben die hundertprozentige Chance, hier auch was zu gewinnen. Wenn ihr zu Dreamhack wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, Tickets für die Dreamhack zu gewinnen. Also Leute, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Wenn ihr Bock habt, jetzt endlich mal Merch zu holen, dann könnt ihr hier das holen. Ihr habt es gesehen, das Ganze ist auf jeden Fall in einer mega richtig geilen, guten Qualität. Das kann ich euch auf jeden Fall bestätigen. Ich habe auch keinen Bock, euch irgendeinen Scheiß da darzubieten. Deswegen habe ich mich mit den Jungs und Mädels da zusammengetan, weil die das einfach auch liefern können. Und vielleicht für euch ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch fragt, hey, welche Größe soll ich mir holen? Also ich trage hier ein L. Das ist L. Ich bin knapp 1,85 groß, wiege 76 Kilo momentan, noch ein bisschen Lauchmodus. Aber das ist L und mir passt das auf jeden Fall ganz gut. Also man kann da auf jeden Fall noch ein bisschen reintrainieren. Aber ich mag nicht so diese ganz eng anliegenden Sachen und auch nicht die zu weiten Sachen. Mit L liege ich da eigentlich ganz gut. Von daher vielleicht eine Orientierung für euch da draußen, wenn ihr euch entscheiden müsst, welche Größe ihr nehmt. Ich würde mich natürlich freuen, wie gesagt, schreibt doch mal eure Meinung, Kommentare unten rein in die Kommentarsektion, welchen Merch ihr euch vielleicht zusätzlich noch vorstellen könnt, auf was ihr vielleicht Bock habt. Ich habe da so ein paar Ideen, wir werden aber mal gucken, in welche Richtung das geht. Schreibt es mal unten rein, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gut findet. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, euer Ziel immer im Auge. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Euer Lost.